Ich grüße Sie nochmal, liebe Zuschauer, zum JFD Live Trading TV am heutigen Morgen, 19. März, 10.35 Uhr. Und wir schauen auf den DAX, der sich nach den gestrigen Impulsen aus den USA ja mehr oder weniger gar nicht so recht vom Fleck bewegt. Und das schauen wir uns jetzt mal hier im Stundenchart-Intervall genauer an. Ziehen wir uns ein Stück weit runter. Das hier die aktuelle Zeichnung des gestrigen Abends hier zum Live-Charting ab 20.30 Uhr. Da hatten wir den DAX schon unter die Lupe genommen, direkt on market. Und wir haben hier diese ja, leichte Abwärtstrendkanalstruktur erfasst und haben hier festgestellt, okay, der Index ist zwar nicht so recht vom Fleck gekommen, aber das grundsätzliche Momentum, gerade vor dem Hintergrund der Saisonalität und des übergeordneten positiven Biases und eben der Aussagen aus den USA, dass der Markt hier mit großer Sicherheit noch von einer Zinsanhebung nichts erwarten darf in Kürze. Das waren die Punkte, warum es denn hier in den USA steil nach oben ging. Und dies führten die US-Indizes eben mit Paradeleistung aus. Aber der DAX kam hier auch nachbörslich nicht so recht vom Fleck. Tatsache ist aber, wir haben hier weiterhin das Unterstützungslevel von 11.850 Punkten verteidigt. Wir haben auch hier diesen Support 11.800 Punkte noch nicht mal touchiert. Hier verläuft jetzt auch aktuell diese untere stützende Abwärtstrendkanallinie und oberhalb dieses Niveaus bleibt der Bias bullisch. Die Annahme von gestern eben, dass wir hier so mehr oder weniger seitwärts oszillieren und uns jetzt dann wieder nach oben aufmachen, trifft zu, keine Frage. Nächstes Ziel wäre anhand des Pivot Points von heute hier auch im oberen Bereich, lässt sich jetzt leicht ein Widerstandslevel klassifizieren, was eigentlich jetzt auch hier das kurzfristige Ziel darstellt. Hier diese Zone knapp unter 12.000 Punkten. Stück anpassen. So, dieser Bereich, da hätten wir im Prinzip den Spike hier von 19 Uhr, der außerbörsliche Handelsspike, und hier von 9 Uhr, von der 9 Uhr Kerze, sehen wir hier sehr schön diese Horizontallinie. Das ist hier durchaus ein erstrebenswertes Ziellevel, 11.994 Punkte rund. Da hätten wir durchaus Luft bis dahin. Dann muss ich entscheiden, ob der DAX eben hier weiter auftritt oder nicht. Im Worst Case testen wir tatsächlich dann hier nochmal die untere Trendkanallinie, aber sehr viel tiefer dürfte es meiner Meinung nach aktuell nicht gehen. Der Markt hat bullischen Rückenwind bekommen und das sollte sich eigentlich auch weiter fortsetzen. Also mehr oder weniger jetzt hier sicherlich nochmal einen Anlauf nach oben zu erwarten, sprich die Tageshochs, wenn wir die rausnehmen können, dann würde sich sogar unter Umständen Potenzial hier bis zu dieser Abwärtstrendlinie ergeben und das wäre auch hier gleichzeitig das Resistant Level 2, also knapp darunter. Hier dieser Bereich um 12.115 Punkte wäre dann schon wieder interessant. Hoche, wir wären dann wieder schon unmittelbar auf Allzeithöchstniveau und da müssen wir eben durchaus raufblicken, wenn der DAX hier weitere Ambitionen feiern will. Gut, ob es gelingt, bleibt mal abzuwarten, aber rein technisch sieht das schon mal gar nicht schlecht aus. Kommen wir zum Tageschart, übergeordnete Bild. Da ist genau die Situation eingetreten, die wir auch schon mehrfach besprochen hatten. Hier diese obere deckelnde Trendlinie. Entweder taucht der DAX darunter ein, setzt tiefer zurück oder aber nutzt diese Trendlinie hier als Sprungbrett mehr oder weniger. Und genau das tut er aktuell. Wir haben mit dem Tief von gestern und mit dem heutigen Tagestief, ja nahezu punktuell, wenn wir uns hier mal reinzoomen, die Trendlinie ist unverändert, aber hier diese Trendlinie tatsächlich bestätigt als solche. Und auch hier diese blaue Tendenzentwicklung ist eigentlich mit Bravour zu sehen. Also es steht derzeit oder es richtet sich mehrzeit eigentlich mehr alles Richtung Norden wieder aus, Richtung neuer Allzeithochs. Sofern wir jetzt hier nicht signifikant nach unten wegbrechen. Ich verweise hier nochmal auf diese Aufwärtstrendlinie seit Anfang Februar. Hier auch den Wochenpivotpunkt. Insbesondere hier das Tief der Kerze vom letzten Freitag, 13.03., 11.740 Punkte. Das sollte man hier im Fokus halten. Wenn wir da runtergehen, also unter 11.740, eher so 11.700 Punkte, also alles unter 11.700 Punkte, wäre jetzt hier durchaus kritischer zu sehen. Dann könnte sich hier dieser graue Tendenzfall verwirklichen und dann könnte auch der DAX in eine stärkere Korrektur übergehen. Das hätte durchaus passieren können, wenn Janet Yellen, wenn der US-amerikanische Notenbank Fed gestern hier in eine andere Richtung geblasen hätte, vielleicht dann auch schon angekündigt hätte, Leitzinserhöhung April, Leitzinserhöhung Mai, wir kommen, dann würde es sicherlich in einer solchen Gestalt hier präsentieren, dass wir hier dann eher kurzfristig rückläufigere Preise gesehen hätten. Aber es sieht eben aktuell nicht danach aus und insofern der Bias hier durchaus weiter bullisch gestimmt. Warten wir mal ab, was der Tag heute noch bringt. Es gibt ja auch heute Nachmittag wieder die Daten der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, wie jeden Donnerstag, 13.30 Uhr, diesmal aufgrund der Zeitverschiebung, eine Stunde früher als eigentlich. Aber warten wir mal ab, was da noch passiert. Unter Umständen nehmen wir dann direkt nochmal den DAX am frühen Nachmittag
unter die Beschau. Am späteren Nachmittag folgen ja ohnehin die US-Indizes und vielleicht streuen wir auch noch die ein oder andere Aktienanalyse ein, denn es gibt auch hier gerade im DAX-Universum durchaus das ein oder andere, den ein oder anderen Anteilsschein, der hier durchaus interessant erscheint im Zuge der jüngsten Konsolidierung. Insofern Augen auf, der Markt scheint hier übergeordnet noch nicht fertig mit seiner Aufwärtsbewegung. Warten wir ab, was noch kommt. Das sind alles konditionelle Analysen. Der Markt kann sich jederzeit drehen und ändern. Wir müssen uns hier anpassen, sozusagen wie das Fähnchen im Wind. Wenn wir es richtig erfassen, dann kann man auch hier durchaus partizipieren. Ich sage erstmal danke fürs jetzige Dabeisein, liebe Zuschauer. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen erfolgreichen Vormittags-Nachmittagshandel. Auf bald, Ihr Christian Kämmerer.